Also wenn wir nochmal zu unserem Beispiel, was wir jetzt schon ein paar Mal bemüht haben, zurückkommen, dann würden Sie sagen, GN, das war die schnellere Funktion, ist von der Ordnung, was kann man hier jetzt sagen? Welche Ordnung hat das, wenn Sie die Regeln anwenden? Einfach N, weil Sie erstmal die einzelnen Ausdrücke vereinfachen. Für 6n können Sie einfach n sagen, für 4 können Sie einfach 1 sagen. Dann haben Sie n plus 1 und der größte von beiden bei der Summe ist einfach n. Also gn ist einfach von der Ordnung n. Und f von n ist von der Ordnung, das hatten wir eben gerade gemacht, n Quadrat. Und wenn Sie das so hinschreiben, dann sehen Sie, wenn Sie sich öfter damit beschäftigt haben, sofort, dass fn tatsächlich signifikant langsamer sein muss als gn. Ja? Weil das eine sich so verhält wie die Funktion n Quadrat, während das andere sich so verhält wie die Funktion n, wenn n immer größer wird. Dann sind das die beiden wesentlichen charakterisierenden Terme für die Laufzeit. Wir gucken uns mal ein paar wichtige Ordnungen an. Das sind eigentlich die, mit denen Sie in der Informatik auskommen. Also erstmal die, die wir schon gesehen haben, das sind solche, bei denen einfach Potenzen dastehen, also Polynome. Das heißt, wir hatten sowas wie Groß O von n, Groß O von n Quadrat, Groß O von n hoch 3. Hier am Anfang stand Groß O von 1. Diese Laufzeitverhalten sind alle so, dass der nächste Term tatsächlich immer langsamer ist als der davor. Das würden Sie mathematisch folgendermaßen schreiben. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Die Schreibweise war ja diese hier. Und Sie kennen das Elementzeichen ja schon. Damit ist also gemeint, dass dieses Groß O eigentlich gedacht ist als eine Menge von Funktionen. Also Groß O von G von N soll bedeuten alle Folgen, die diese Ordnung haben. Und Fn ist eine von diesen Folgen. Und wenn Sie das jetzt so als Menge interpretieren, dann heißt das zum Beispiel, dass diese Menge eine Teilmenge ist von dieser Menge. Das heißt, jede Funktion, jede Folge, die Groß O von 1 ist, ist insbesondere auch Groß O von n. Aber es besteht ein echter Unterschied zwischen diesen Mengen. Das heißt, man müsste es eigentlich so schreiben, das ist eine echte Teilmenge. Das heißt, es gibt tatsächlich Funktionen, die hier drin sind. Ne, anders gesagt, alle Funktionen, die hier drin sind, sind auch hier drin, aber nicht alle Funktionen, die hier drin sind, sind auch hier drin. Hier sind einige drin, die einfach langsamer sind als die, die hier drin sind. Und jetzt können Sie halt so weitermachen und können sagen, das wird nochmal größer, wenn ich Groß O von n Quadrat nehme. Und es wird nochmal größer, wenn ich Groß O von n hoch 3 nehme. Und so weiter. Das sind schon mal die allerwichtigsten Laufzeitverhalten. Die sind so wichtig, dass die alle auch einen Namen bekommen. Dieses hier nennt man konstantes Laufzeitverhalten. Das hier nennt man lineares Laufzeitverhalten. Und das hier nennt man quadratisches Laufzeitverhalten. Also die beiden Begriffe linear und quadratisch sind, glaube ich, klar. Was würde denn überhaupt konstantes Laufzeitverhalten für einen Algorithmus bedeuten? Was heißt denn das, dass der Groß O von 1 ist? Wie muss man das interpretieren? Ja? Ist gleich 2. Bitte? F von x gleich 2. Das wäre ein Beispiel, aber ich meine, wie man das allgemein interpretieren würde. Also was heißt, Sie haben einen Algorithmus geschrieben, der konstantes Laufzeitverhalten hat. Oder ich stelle nochmal die Frage vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht haben Sie das schon wieder vom Anfang vergessen. Welche Rolle spielt das n eigentlich? Wo kam das n eigentlich her? Wir haben ja immer ein n, von dem Sachen abhängen. Das war der Eingabewert, ne? Also wir haben die ganze Zeit über Algorithmen gesprochen, die eine Eingabe bekommen. Zum Beispiel sollten wir die Summe der ersten n Zahlen bilden. Und wir haben gesehen, wenn n größer wird, braucht der Algorithmus länger. Das heißt, bei den meisten Algorithmen ist es so, dass die Laufzeit natürlich davon abhängt, was man eingibt, weil sie ja je nach Eingabe unterschiedliche Dinge zu tun haben. Es gibt aber Algorithmen, bei denen, egal was sie eingeben, sich im Prinzip immer dieselbe Laufzeit ergibt. Solche Algorithmen haben die Laufzeit Groß O von 1, also konstante Laufzeit. Um Ihnen ein ganz banales Beispiel zu sagen, Ihr Algorithmus nimmt als Eingabe eine Zahl n und das Einzige, was er macht, ist, er druckt aus, alles klar. Und dann hört er auf. Das heißt, er macht gar nichts mit der Zahl n. Der Algorithmus braucht natürlich immer die gleiche Laufzeit. Ja? Oder was wir hatten eben auch schon ein Beispiel dafür, nehmen Sie eine Funktion,
die als Input eine Fließkommazahl bekommt und als Ausgabe rausgibt das Quadrat von dieser Fließkommazahl. Das würde auf den meisten Computern auch immer gleich lang dauern, egal welchen Wert x Sie eingeben. Das heißt, die Laufzeit hängt nicht von der Eingabe ab. Das ist mit konstanter Laufzeit gemeint. Damit ist nicht gesagt, wie lange das Programm braucht. Ein Programm, was eine unabhängig von der Eingabe immer eine Nanosekunde braucht, hat konstante Laufzeit. Und ein Programm, was unabhängig von der Eingabe immer 3 Tage braucht, hat auch konstante Laufzeit. Die sind beide groß O von 1. Entscheidend ist bei groß O von 1, die Laufzeit hängt nicht von der Eingabe ab. Groß O von N, also linearer Laufzeit, heißt, die Laufzeit hängt linear von der Eingabe ab. Das bedeutet, wenn Ihr Programm für eine bestimmte Eingabe 10 Sekunden braucht und Sie nehmen stattdessen einen 10-mal so großen Eingabewert, dann braucht er 100 Sekunden. Und wenn Sie stattdessen einen 100-mal so großen Eingabewert eingeben, dann braucht er 1000 Sekunden. Also das hängt linear von der Größe der Eingabe ab. Quadratisch ist viel schlimmer. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel den Eingabewert verdoppeln, dann vervierfacht sich die Laufzeit. Wenn Sie den Eingabewert verdreifachen, dann verneunfacht sich die Laufzeit. Und wenn Sie ihn verzehnfachen, dann verhundertfacht sich die Laufzeit. Das heißt quadratisches Laufzeitverhalten. Ja? Das heißt, man kann an dieser einen Kennzahl schon erkennen, wie kritisch oder unkritisch ein Laufzeitverhalten ist. Also das sind die Polynomterme oder Monome eigentlich, die gehen immer so weiter. Dann gibt es noch ein paar andere, die auch wichtig und relevant sind für die Informatik. Einmal gibt es etwas, was sehr schön ist, wenn hier ein Logarithmus steht. Logarithmisches Laufzeitverhalten, also man nennt das auch logarithmisch. Wir werden irgendwann nochmal genauer auf Logarithmen zu sprechen kommen, aber Sie können sich ja vielleicht noch so vage aus der Schule erinnern, dass ein Logarithmus so läuft. Das heißt, er steigt sehr langsam an. Im Vergleich dazu sieht die Kurve n so aus. Das heißt, dieses Ding läuft viel langsamer als linear. Der liegt hier noch dazwischen, zwischen den beiden hier. Also logarithmisches Laufzeitverhalten ist nicht so toll wie konstant. Das wird schon langsamer bei größeren Werten, aber es steigt sehr langsam an, noch langsamer als linear. Also Merkregel, wenn im Laufzeitverhalten irgendwo ein Logarithmus vorkommt, ist das immer schon ganz gut. Das ist immer besser, als wenn der n stehen würde. So, und dann gibt es noch die ganz schlimmen Laufzeitverhalten. Das ist sowas hier wie Groß O von 2 hoch n, Groß O von 3 hoch n und so weiter. Das nennt man exponentielles Laufzeitverhalten. Und die sind alle noch weit jenseits von dem, was hier steht. Das heißt, wenn Sie hier immer weitermachen und Sie haben n hoch 3, n hoch 4, n hoch 5 und so weiter, dann ist das alles immer noch besser als 2 hoch n. Das hatten wir auch schon mal, als wir über Folgen gesprochen haben und wir haben verglichen, was passiert, wenn zum Beispiel im Zähler n hoch 100 steht und im Nenner steht 3 hoch n oder so, dann gewinnt immer der Nenner. Ne? Und das haben Sie hier jetzt auch. Das heißt, wenn Sie irgendeinen Term haben, groß O von n hoch k, egal welchen Wert Sie als k haben, dann ist das immer noch besser, als wenn Sie sowas haben wie groß O von 2 hoch n. Und 3 hoch n ist noch schlimmer und 4 hoch n ist noch schlimmer und so weiter. Ich zeige Ihnen das mal am Beispiel, was das wirklich bedeutet für konkrete Zeiten. So, ich habe hier mal als Beispiel Folgendes gemacht. Ich habe Ihnen Werte eingetragen für den Fall, dass wir jetzt wirklich wieder von echten Zeiten reden. Also hier steht immer n und hier habe ich ein Programm, was die Laufzeit genau n Nanosekunden hat, also ganz idealisiert. Und dann können Sie natürlich gucken, logisch, wenn Sie als n den Wert 10 eingeben, kommen Sie auf 10 Nanosekunden, bei 1000 kommen Sie auf 1000 Nanosekunden, das ist eine Mikrosekunde und so weiter. Und jetzt vergleichen wir das mal mit anderen Laufzeitverhalten. Ganz simples Beispiel, wir nehmen statt n Nanosekunden 100 n Nanosekunden, dann wird natürlich alles 100 mal so langsam. Also aus 10 Nanosekunden wird eine Mikrosekunde, aus einer Millisekunde werden 100 Millisekunden und so weiter. Das ist ganz langweilig, das wird einfach 100 mal so langsam. Und das würden Sie aus Sicht des Landau-Kalküls sagen, spielt keine Rolle.
Die würden sagen, diese beiden Laufzeitverhalten haben dieselbe Ordnung. So, und jetzt vergleichen wir das mal mit dem logarithmischen Laufzeitverhalten. Hier habe ich den natürlichen Logarithmus genommen und Sie sehen, wie gut der Logarithmus ist. Also hier steht der Logarithmus von 10, das sind 2,3 Nanosekunden. Das ist jetzt noch nicht so ein wahnsinniger Unterschied zu 10. Hier sieht man schon, dass es viel ausmacht, 4 statt 100. Und dies hier wächst einfach unglaublich langsam. Also hier sind wir bei 1 Million und hier haben wir dann schon 1 Million Nanosekunden, das ist 1 Millisekunde. Hier sind wir immer noch bei weniger als 14 Nanosekunden. Also logarithmisches Laufzeitverhalten ist super. Gibt es leider in der freien Wildbahn sehr selten bei echten Algorithmen, aber man kann an diesem Beispiel, glaube ich, sehen, wie gut der Logarithmus ist. Jetzt eher so realistische Laufzeitverhalten. Das nennt man quasi-linear. Das ist ein bisschen schlechter als linear, aber quasi-linear heißt, das ist echt nicht viel schlechter als linear. Da haben wir n mal Logarithmus n. Und da sehen Sie, man kommt hier immer noch auf ganz vernünftige Werte. Also während Sie hier zum Beispiel bei 100 Millisekunden sind, sind Sie hier immer noch bei 13,8 Millisekunden. Das wäre also auch noch alles ganz gut. Und jetzt quadratisches Laufzeitverhalten. Da wird das Ganze schon kritisch. Hier wird also diese Zahl n immer zum Quadrat genommen und Sie rechnen dann aus, wie viele Nanosekunden Sie dann brauchen. Das wäre durchaus ein realistischer Algorithmus. Also viele Such-Sortier-Algorithmen, sowas in der Art, haben quadratisches Laufzeitverhalten. Und da sehen Sie, Sie kommen hier in Bereiche, die schon ganz anders aussehen als das, was Sie hier hatten. Hier hatten wir immer noch Zeiten, die unter einer Sekunde lagen. Hier sind wir bei 16 Minuten. Ja? Also wenn Sie hier als Eingabewert 1 Million haben, dann sind Sie bei 16 Minuten. Und hier haben Sie den Effekt, von dem ich vorhin sprach. Wenn Sie die Eingabe verzehnfachen, dann verhundertfacht sich die Laufzeit. Das ist der Effekt des Quadratischen. Ne? Hier ist immer, in jedem Schritt wird hier mal 10 genommen, hier wird in jedem Schritt mal 100 genommen, weil Sie immer das Quadrat haben. Das ist quadratisches Laufzeitverhalten. Und hier das Ganze jetzt hoch 3, da wird natürlich jetzt in jedem Schritt mal 1000 genommen. Und da wird es jetzt echt schon ein bisschen unangenehm, weil Sie hier sofort immer eine Tausenderstufe weiterspringen von Mikrosekunden auf Millisekunden auf Sekunden. Dann sind Sie bei 17 Minuten, hier sind Sie bei 11 Tagen und hier haben wir schon fast 32 Jahre. Das heißt, wenn Sie einen Algorithmus haben, der ein Laufzeitverhalten, eine Ordnung von n hoch 3 hat, dann ist der für ab bestimmten Werten für n eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Ich meine, ist die Frage, was Sie für eine Antwortzeit erwarten. Aber die wenigsten Leute haben Lust, 31 Jahre vor einem Programm zu sitzen und auf eine Antwort zu warten. Also, was hieran hoffentlich schon deutlich wird, ist, dass zum Beispiel n² und n hoch 3 einen großen Unterschied ausmachen. N² und n sind große Unterschiede. Also diese Laufzeitverhalten äußern sich in ganz unterschiedlichen Kurven, die man dann rausbekommt. Und das kann den Unterschied machen zwischen brauchbar und nicht brauchbar beim Algorithmus. Was ich in dieser Tabelle noch gar nicht habe, ist, wie ist das denn mit den exponentiellen Laufzeitverhalten? Dafür mache ich mal eine neue Tabelle, weil in dieser Tabelle würde man gar nichts mehr erkennen können. Ich nehme jetzt hier nur die Werte von 10 bis 70. Das heißt, ich befinde mich immer noch oberhalb der zweiten Zeile dieser Tabelle hier oben. Mich interessiert nur dieser Teil hier oben von 10 bis 70. Und zum Vergleich trage ich nochmal n hoch 3 ein, also der letzte Wert hier. Da würden wir hier, das ist natürlich dann alles noch völlig unkritisch, weil wir ja noch immer weniger als 1 Millisekunde haben. Alles okay. Dann nehmen wir zum Vergleich nochmal n hoch 5. Das geht auch noch, weil die Werte ja hier alle noch so lieb sind. Also hier sind wir auch noch im Sekundenbereich. Jetzt nehmen wir mal 2 hoch n. Da haben wir, also hier hätten wir 2 hoch 10, 2 hoch 20, 2 hoch 30. 1 Millisekunde, eine Mikrosekunde, 1 Millisekunde, 1 Sekunde, 18 Minuten, 13 Tage, 37 Jahre, 37.400 Jahre. Also 2 hoch n sieht so harmlos aus, aber denken Sie dran, diese Zahl würde hier in der ersten Zeile in der Größenordnung irgendwo auftauchen. Ne? Und wenn Ihnen das noch nicht genug war, nehmen wir nochmal 3 hoch n dazu. Das würde dann so laufen, Sie sind da bei 3,5 Sekunden, 57 Stunden, 385 Jahre, 22 Millionen Jahre,
1,3 Milliarden Jahre. Und das ist schon weit über das Alter des Universums hinaus.